Hey Leute, Bado hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Hello Neighbor. In dieser Folge mache ich was ich noch nicht gemacht habe. Es hat mir einer in die Kommentare geschrieben und ich dachte, okay, das macht keinen Sinn, das kann nicht sein. Und da habe ich nochmal nachgeguckt und es stimmt tatsächlich, also das, was ich euch jetzt in dieser Folge hier zeige, ist unfassbar krass. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Und warum liegt hier der Werkzeugkasten? Oh, hallo Nachbar, kannst du mal... Nein, nicht wegrennen. Was machst du? Kommst du? Willst du nicht? Hi, okay, er kommt. Ich will ihn kurz wegsperren, weil dann ist es einfach leichter, euch das zu zeigen. So, der kommt jetzt gleich zu uns. Und dann können wir zusammen was Tolles erleben. Wie das klingt. Nee, der kommt jetzt ja gleich hier hin und dann ist er hier eingesperrt im Haus. Ich weiß nicht warum, aber er kommt. Dann gehen wir schon mal hier hin. Und der backt sich jetzt hier fest. Hallo, geht's dir gut? Ne, dir geht's gut. Dann bleib mal da drin, okay? Danke. So, und jetzt zeige ich euch was. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Aber so wie ich das einschätze, ist das was, was immer unterschiedlich passiert. Also man kann gar nicht sagen, bei dem, was ich jetzt mache, passiert nur eine Sache, sondern da können wohl relativ krasse Sachen passieren. Dafür brauche ich die Puppen und einen gefrorenen Hai. So. Und jetzt suchen wir erstmal ein paar Puppen, die wir mitnehmen können. Zum Beispiel die hier. Hallo und... Hier gibt es schon noch irgendwo welche, hier nicht. Hier ist eine, die müssen wir ausbuddeln gleich. Hier ist eine, hallo. Die nehme ich auch mit. Hier ist keine, ne? Nein. Wir müssen auf jeden Fall alle Puppen im Haus zusammen sammeln. Und, okay, come on, holen wir uns erstmal noch die Emma. Hallo, kann ich bitte das... Okay, es ging nicht, es ging komischerweise nicht. Weird, aber ist okay. Wenn man immer noch neue Bugs feststellt. Ich habe übrigens keine Kopfhörer drin. Einfach weil ich die Ingame-Sound, sage ich mal, wenn der Nachbar kommt, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich hoffe, dass in der nächsten Version, die am Dienstag eventuell schon rauskommt, jetzt müssen wir das Ding hier wegschmeißen. Ich hoffe, dass in der nächsten Version, die bald rauskommt, hallo, ich hoffe, dass es da ein neues Lied gibt, wenn der Nachbar kommt. Oder halt ein neuer Soundeffekt, also wenn er einen jagt, weil das habe ich jetzt echt ein bisschen zu viel gehört. So, ich ertrage das nicht mehr. So, wir haben schon mal alle Puppen. Aber ich habe die noch nicht in der Hand. Die hole ich mir gleich jetzt. Erstmal den Stuhl hier wegschmeißen. Ja, danke. So, erst mit Stuhl wegschmeißen. Und jetzt noch eine Puppe holen. Die ist hier, glaube ich. Hier, hallo. Ich glaube, das sind alle. Ich glaube, es sind alle Puppen, die es im Spiel gibt. Glaube ich. Und es gibt noch eine, die ist, die hole ich gleich. Die hole ich gleich. Ich stelle erstmal alle Puppen da rein. Und dann hole ich die anderen gleich dazu. Die ist im Kinderzimmer. Da ist, glaube ich, noch eine Puppe. So, mir wurde gesagt, dass was krass passiert, wenn ich die Puppen hier abstelle. Machen wir mal eine. Zwei. Hi! Hi! Ist das gewollt? Ist das Zufall? Was? Lag es an mir? Nein, okay. Drei. Ich habe die gerade nicht berührt, dass die sich so wegbewegt hat. Vier. Und jetzt soll ich warten. Und dann passiert noch mehr krasser. Wo ist Emma? Ist Emma hier vorne irgendwo? Okay, noch machst du nichts. Noch machst du nichts. Ich mach mal die Tür zu, vielleicht fühlst du dich dann wohler. Oh, sie wackelt. Sie fühlt... Was macht... Die bewegt sich immer noch. Ich drehe mich weg. Die bewegt sich immer noch. Ich will nicht hinsehen. Ich gehe zu den anderen Puppen. Hier, ich gehe zu dir. Du bist eine gute Puppe. Du bist... Die dreht sich halt, siehst du? Die dreht sich ganz leicht über den Boden. Das ist mega spooky. Warum ist das so? Jetzt ist sie weg! Jetzt! Wo ist sie? Hat die sich wegteleportiert, oder? Was geht mit euch dummen Puppen? Ich... Ha! Jetzt stelle ich jetzt alle mal in Reihe auf. So, ihr könnt ja in die Richtung gucken, wo ihr wollt. Ich stelle euch jetzt hier auf. So. Und ihr macht jetzt keinen Blödsinn, okay? Nein. Mittlere Puppe, du bewegst dich gerade. Ich habe gesagt, du machst keinen Blödsinn. Siehst du jetzt, sie bewegt sich ganz, ganz, ganz leicht. Oder? Ja, guck mal, die wackelt ganz, ganz, ganz leicht. Ganz, ganz, ganz leicht. Okay, ich gucke dich an. Ich krieg so lange an, bis du was machst. Ich glaube, woran das eventuell liegt, um jetzt in so einen Pseudo-Theorie-Modus zu gehen, ist hier im Zimmer vielleicht irgendwie ein elektrisches Feld oder sowas,
Was macht es, die sich bewegen? Das ist natürlich die Frage, wo haben die Metall? Sind das die Stäbe, wo das Metall ist? Weil es ist ja echt merkwürdig. Es ist echt merkwürdig, dass die jetzt zur Seite kippt. Und noch mehr kippt. Und was passiert? Fällt die um? Oder? Ich glaube, die kann schweben. Also ich glaube wirklich, dass sie schweben kann. Und jetzt muss ich nur gucken, was passiert, dass sie gleich schwebt, eventuell. Das wäre sehr, sehr cool zu sehen. Okay, ich weiß nicht, was sie macht, aber hört bitte auf damit. Das ist ein bisschen creepy. Das ist ein kleines bisschen creepy tatsächlich, was ihr macht. Okay, du fällt. Ihr fallt. Oh. Ha! Okay, du kippst halt noch weiter. Verbeugst dich gerade von mir, ne? Das ist so ein bisschen Verbeugung. Ich nehme mal die andere Puppe weg, okay? Die ich nicht stört. Die stelle ich jetzt hier hin. Und du kippst weiter, okay? Du machst so dein Ding. Du berührst gleich den Boden, das hast du dann geschafft. Die rechte ist am rumglitschen. Die rechte. Sie schwebt! Sie schwebt! Sie schwebt! Sie schwebt! Und die rechte ist am rumbacken auch so ein bisschen. Ah, die rechte teleportiert sich und die links schwebt. Bitte, bitte, bitte! Flieg in die Luft! Flieg in die Luft! Oh! Die rechte macht ein bisschen Angst. Aber die schwebt! Das fliegt zur Decke! Vielleicht gibt es ein magnetisches Feld an der Decke oder so. Vielleicht ist hier drüber ja irgendwas. Ja, sie fliegt! Sie fliegt! Oh, ich hole mir gleich einen Eimer und hau meinen Kopf mit einem Eimer in die Decke und gucken, ob wir dann irgendwas sehen. Sie fliegt! Sie fliegt tatsächlich! Und rechts, kannst du mal bitte stehen bleiben und keinen Mist bauen? Alter! Ah! Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich habe kurz auf mein Handy geguckt, weil ich... Wow, was ist das für eine Freakshow hier? Jetzt wackelt die rechts auch. Das ist awesome! Das ist awesome. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, wo Emma ist übrigens. Emma ist verschwunden. Also die Lehrertochter. Die Lehrerin ist verschwunden. So, ich mach mal hier ein bisschen Ordnung im Zimmer. So, ein bisschen aufräumen. Ja, flieg du mal zur Tafel. Ist in Ordnung. Aber werden die dann zur Tafel angezogen oder. Du bist auch im Umkippen, oder? Wow. Ne, du machst nichts. Okay. Das können wir sich hier abstellen. Alles gut. Ja, die wird zur Tafel gezogen. Oh, das ist ein Zufall. Okay, die macht auch irgendwas. Ich weiß nicht, was mit den Puppen los ist. Jetzt fliegt die auch noch. Jetzt haben wir jetzt zwei fliegende Puppen. Drei fliegende Puppen. Warte, kann ich den wegnehmen? Und dann fliegt die immer noch? Ah. Ah, das wollte ich gar nicht. Ja, ich geh mal kurz weg. Ich geh mal kurz weg. Ah, ich will kurz weg. Ich will nur kurz weg. Lass mich bitte. Okay. Die werden hier hingezogen. Was ist denn hier im Raum? Das ist der Zwischenraum. Und ich meine, hier ist ja das Kinderzimmer. Und die werden zum Zwischenraum angezogen, oder? Ich hole mir erstmal... Ah, lass mich in Ruhe. Ich hole mir erstmal... Ah, geht bitte weg. Geht. Ich hole mir erstmal einen Eimer. Und mit diesem Eimer werde ich jetzt versuchen, an die Decke zu fliegen und gucken, ob ich da eventuell was sehe. Man weiß es nicht. Ich nehme mal zur Sicherheit zwei Eimer mit, weil man kann nie genug Eimer haben. Und deswegen... Gehen wir dann jetzt mal in den Raum. Und zwar hier. Ja, ihr seid noch immer noch euren selben Kram, den ihr vorher schon gemacht habt. Jump mal hier rein. Und fliegen mal zur Decke. Können wir durchgucken? Wir können leider nicht durchgucken. Schade. Dafür buggen wir jetzt. Können wir doch durchgucken? Wir können reingucken. Da ist aber nichts. Ist halt einfach. Okay, mir wird davon. Alter, die zwei fliegenden Puppen. Könnt ihr bitte gehen? Könnt ihr bitte in den Mülltonnen, das hat mir auch einer geschrieben, das hat noch keiner übrigens erwähnt in irgendeinem Video. In den Mülltonnen ist ein Symbol, seht ihr das? Das ist eine Art Symbol, weil ich hoffe mal, dass ich zeigen kann, warte. Man kann es nicht richtig sehen, aber in der Mülltonne ist ein Symbol. Man sieht es nämlich nicht, hier ist zu hell, kann ich das Licht ausmachen? Moment. Ja, Licht ist aus. Vielleicht sieht man es jetzt besser. Nein, ich will mich nicht da reinbuggen. Aber sieht man es? Das ist so eine Art Symbol in der Mülltonne. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe dazu auch noch nichts irgendwie gesehen, Video oder so. Aber es ist irgendein Symbol in der Mülltonne. Ich weiß noch nicht genau, was das zu bedeuten hat. Und hier sind die Puppen am Abgehen. Okay. Ich hole mal noch mehr Shit dazu. Ich habe einfach noch mehr Müll, was ich einfach ins Gebäude werfen kann. Holen wir mal drüber Stühle. So. Holen wir noch hier Couch. Kann ich nicht mitnehmen. Schade. So. Werfen einfach mal noch mehr Shit rein. Gucken, ob das irgendeinen Einfluss hat. Ob irgendwas Krasses passiert, wenn ich hier noch mehr Müll reinwerfe. Sammeln wir mal ganz viel Müll in den Zimmer. Warum nicht? Das Müllzimmer. Nee, Stühle. Stühle sind sehr gut.
Stühle sind sehr, sehr gut. Jetzt nochmal die Puppe nehmen und die Puppe hier hinsetzen. Und vielleicht machen die jetzt irgendwas Cooles. Man weiß es nicht. Die hat sie wegteleportiert. Okay. Ha! Das mit den Puppen ist echt das letzte Secret, was ich, glaube ich, noch nicht gezeigt habe. Ich meine, es gibt noch das Secret, dass im geheimen Haus ein Poster an der Wand hängt und so. Und dass der Raum genauso ist wie in der vorigen Version. Aber es finde ich noch nicht so spannend, weil ich meine, den Keller habe ich ja schon mal gezeigt. Halt in der früheren Version, der sieht jetzt genauso aus hier im Haus und in der Kopie gibt es ein Poster an der Wand. Und ich würde sagen, das wäre jetzt mal die Folge von Hello Neighbor. Ich weiß nicht, was mit den Puppen abgeht. Das ist auf jeden Fall relativ krass. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hat eine Theorie, ich glaube wirklich, dass irgendein Magnetfeld ist, was damit zu tun hat. Zumindest gehe ich davon aus. Ich muss mich hier noch ein bisschen aufräumen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin. Und ciao.